Hallo zusammen, ich habe hier einen Dometic-Kühlschrank. Und was hat Dometic mit der Sommerzeit zu tun? Weil die Sommerzeit ist seit 30. Oktober wieder fertig. Jetzt haben wir Winterzeit. Und in der Winterzeit haben wir weniger zu tun. Und dann machen wir wieder Reparaturen an Fremdgeräten. Also im Sommer, Sommer ist bei uns Hochzeit, also nicht Hochzeit verheiratet, sondern Hochzeit in der Arbeit. Das heißt, wir haben viel zu tun, wir haben viele Kunden unterwegs und dann lassen wir die Finger weg von Fremdgeräten. Also hier ein Dometic oder ein Kissmann oder ein Indel oder ein Webasto und alles, was es gibt. Unsere Geräte haben Vorrang bei uns in der Werkstatt und die anderen lassen wir einfach stehen. Hier drüben steht noch eine Eiswürfelmaschine. Ja, die bleibt jetzt einfach stehen, weil wir haben den Kunden gesagt, wir machen das in der Winterzeit. Also jetzt gehen wir dann dahinter, aber wir haben noch Arbeit bis zum Gehen. Ja, also jetzt ist wieder die Winterzeit und wir reparieren wieder Dometic oder sonst Kompressorkühlschränke auf 12 Volt, weil Dometic ist mittlerweile bald so weit, dass sie keine Reparaturen durchführen. Die sagen, ja, das ist der Kompressor, das lohnt sich nicht zu machen, kauft ihr einen neuen Kühlschrank. Aber vielleicht ist an diesem Kühlschrank ja vielleicht nur ein Lüfterdefekt. Der kostet 40 Euro. Jetzt könnt ihr sagen, kann ich mir selber machen. Oder es ist hier ein Filter zu, der hier eingepackt ist. Ja klar, der kostet auch mit der Arbeit 50, 60 Euro. Aber wir machen jetzt wieder Reparatur. Das wollte ich euch gesagt haben. Hier habe ich noch ein Video. Dometic, das ist so easy. Und hier könnt ihr mir ein Abo dalassen, wenn ihr mehr über Kühlschränke, 12 Volt, Kühlgeräte, 12 Volt erfahren möchtet. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.